Samstagmorgen, 5.15 Uhr. Wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Wanderung. Wir befinden uns in Duisburg-Wannamer Ort. Hier rechte Hand, 50 Meter, ich weiß nicht, kann man es sehen? Ja? Befindet sich der Rhein. Ja, was haben wir heute vor? Wir laufen nach Wannheim, nach Buchholz, Huckingen, Wedau, im östlichsten Teil der Tour zum Förstersee. Und ja, und dann geht es auch wieder durch Wannheimer Ort zurück zum Auto. Werden so knapp 18 Kilometer sein. Ja, Pelle rennt schon wieder vor. Und ich würde sagen, ich renne hinterher und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Schnauze legen hier. Ach ja, 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 ja. Ups. So. Ai, 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 ai. So. Uah. Ja, ganz schön steil der Weg da oben, ne? Musst du aufpassen, dass du nicht auf der Nase liegst, ne? Und ja, Pelle ist schon fertig mit Trinken. Wollte unbedingt hier runter. Ja, warte, schon fertig? Hä? Schon fertig? Oder nochmal trinken? Komm, einmal geht noch, ne? Ja, Pelle ist jetzt einmal runtergelaufen zum Trinken. Ja, wollte unbedingt hier runter. Jetzt einmal kurz rein und das war's dann. Naja, so ist er halt, ne? Fertig? Fertig, gut. So, ja, wie man schlecht erkennen kann, ne, befinden wir uns jetzt hier am Rhein. Ja, Pelle wollte einmal kurz hier runter, um was zu trinken. Und ja, ich wollte mal was sagen. Und zwar hat man mir vorgeworfen oder mir gesagt, ich würde nur meckern. Aber jetzt muss ich hier, raufgehen hier. Ja? Ich würde meckern. Ja. Aber dann sage ich, das ist einfach nur, ich sage nur meine Meinung, ja, und, ach, Pelle. Ja, ich sage einfach nur meine Meinung und vielleicht hört sich das für den einen oder anderen an, als würde ich meckern. Ja, wir meckern doch alle gern mal so ein bisschen. Aber dann ist das halt so. Und um beim Meckern zu bleiben, ja, Wetter nicht so wie in der App versprochen, wolkenfrei, ja, dass man einen schönen Sonnenaufgang erleben kann. Nee, ist bewölkt. 15 Grad. Man überlegt, ob ich Jacke anlasse oder nicht. Ich habe mich für die Jacke entschieden, weil es dann doch ein bisschen windig ist. Aber jetzt durch die Kletterei, muss ich sagen, hätte ich da auch bequem auslassen können. Ja, also meckere ich wieder, ne? Wetter
Mist, Jacke, viel zu warm, Weg geht so, viel zu steil zum Rhein runter, weiter geht's. Felix, so, mal rüber. So. Wir gehen hier, ne? 5.53 Uhr, Kilometer 2 und ich sage herzlich willkommen in Duisburg-Mannheim. Wir befinden uns jetzt auf der Ehinger Straße und laufen jetzt in Richtung, ich weiß gar nicht, was ist das hier? Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann hinten. Ja, den Kühlturm, das ist glaube ich von den Kraftwerk von den Stadtwerken, ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Ne? Und ja, ich würde sagen, jetzt geht es erstmal weiter. Ne? Kilometer 4,1. Ich sage herzlich willkommen auf der Ehinger Straße und ich weiß nicht, ob man es da hinten erkennen kann. Ja? Das ist unser Tiger und Turtle. Ja, das ist so ein, wie sagt man? Das ist so, weiß nicht, so wie das Tetraeder in Bottrop. Ja, das ist so ein geschnörkeltes Ding, sieht aus wie eine Achterbahn. Kannst du oben drauf rumlaufen und dann haben sie von der Ehinger Straße aus, das ist die Hauptstraße, die da vorbeiführt. Konnte man das wunderbar sehen, ist auch nachts schön beleuchtet. Ich muss erst mal gucken. Ah, Pelle, wir hätten hier abbiegen müssen. Komm, Pelle, bist du mal zurück. Hm? Ja, wenn der Papa am Quatschen ist, ne? Ja, wir hätten abbiegen müssen. Ja, ist egal, wie gesagt, ist auch nachts wunderschön beleuchtet. Und dann haben sie irgendwann, ich glaube vorletztes Jahr oder wann, haben sie so eine Leichtbauhalle vorgesetzt. Jetzt siehst du es von der Straße aus nicht mehr. Da hinten, ne? So, und ich würde sagen, wir biegen jetzt richtig ab und weiter geht's. Ne? So. Ja, ich weiß gar nicht, wie der Park hier heißt, keine Ahnung. Wir jetzt reingelaufen sind, hier schien ja überall Schilder hier, so hier. Schlafenland macht krank, das heißt, ich glaube, sollst du nicht die Enten und Gänse füttern oder was weiß ich für ein Federvieh. Ja, und dann stehen immer Schilder. Pelle, kommst du? Hallo? Komm? Dann stehen immer Schilder. Ja, öffentliche Grünanlage oder so und was du darfst und was du nicht darfst. Aber so mal den Namen
von dem Park. Ja? Das wäre mal eine Maßnahme. Hallo Hase, guck mal, Hoppelhase. Mal den Namen von dem Park rein hinzuschreiben, ne? Wäre mal sinnvoll, ne? Wie man, wie jetzt zum Beispiel, mal sagen kann, ich bin in dem und dem Park. Und dann hat man so einen kleinen Orientierungspunkt. Naja, wie dem auch sei, Kilometer 3,7, wir laufen weiter in Richtung Buchholz. Ja, liebe Leute, ich sage herzlich willkommen in Duisburg-Huckingen. Das habe ich eigentlich etwas später auf dem Schirm gehabt. Hier vorne ist das Schulzentrum Biegerhof und der Biegerpark, wie auch immer. Ja. Nach Komoot hätten wir erst nach einem Kilometer an die Stadtgrenze von Huckingen kommen sollen. Aber das habe ich ja schon mal thematisiert, dass da Komoot nicht ganz so genau mit seinen Angaben ist. Also wir sind jetzt hier in Huckingen und laufen jetzt gleich nach Buchholz rein. Ja. Ich würde sagen, weiter geht's. Einmal rüber, So, muss ich gerade den Akku wechseln von der Kamera und weiß nicht, hier sind so Sitze, kommst ja vor wie im Bus, ja, oder eine Straßenbahn, habe ich so auch noch nie gesehen, ja, öfter mal was Neues. Hm, Penny? So, komm, ein Leckerchen, dann geht's weiter. Komm, lang genug getrödelt, ne? So, bis später. Kilometer 6,5. Ich sage herzlich willkommen in Duisburg-Buchholz. Ja, hier auf meiner rechten Seite befindet sich der Buchholzer Friedhof. Wollten wir eigentlich drüber laufen, aber leider Hundeverbot. Ja, jetzt müssen wir uns mal einen Weg außen rum suchen. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt geradeaus bis zur Hauptstraße. Das ist die Sittertsberger Allee. Und dann, warte mal, ich muss mal eben, ja, genau, da müssen wir sowieso nachher drauf, auf die Sittertsberger Allee und gehen dann entweder über oder unter der A59 her. Wir werden sehen, ja? Bis gleich. Ja, Sittertsberger Allee, ne? Wenn wir durch den Friedhof gelaufen wären, wären wir jetzt hier ausgekommen. Und ich weiß nicht, ob es irgendjemandem aufgefallen ist. Es ist heute sehr windig. Und habe mir extra so einen komischen Püschel gekauft, den ich über das Mikrofon gezogen habe. Sollte es da noch Windgeräusche geben, bitte ich dies zu entschuldigen und ich gelobe Besserung. Ja, da vorne ist auch schon die Unterführung der A59.
Und wir sind bei Kilometer 5,1. Nein, stimmt gar nicht. Das ist die Durchschnittsgeschwindigkeit. Warte mal, ich muss einmal hier drehen. Kilometer 7,3 sind wir. Und ich würde sagen, weiter geht's, ne? So, Pele. Pele. Wir brauchen nicht ins Krankenhaus. Nein. Komm. So, dann sage ich herzlich willkommen am BG-Klinikum Duisburg, ja, bei Kilometer 8,7. Wir laufen jetzt gleich auf diesen komischen Förstersee zu. Aber ich glaube nicht, dass das der Förstersee ist. Da sind so fünf kleinere Seen, die sind bei Komoot nicht benannt. Ja, und da vorne ist gerade einer mit so einem Hund am Fahrrad oder mit dem Fahrrad am Hund, wie du auch nennen willst, ja, eher vorbeigelaufen oder gefahren vielmehr. Und der hat so ungefähr dieselbe Geschwindigkeit gehabt wie wir und blieb dann immer wieder stehen. Ne? Und da habe ich mir gedacht, jetzt kannst du mal eine Riegelzeit machen. Pedro, was hältst du davon? Riegel. Riegel. Ja. Guck mal, bitte. Da kommt Leben in den Hund. Bitteschön. Was steht da auf dem Schild? Guck mal, hier steht ein Schild. Ja. Flugplatz für Rettungshubschrauber. Aufenthalt und Durchgang bei An- und Abflug verboten, Lebensgefahr. Ja. Stürzt der ab oder was? Pelle? Komm mal. Keine Ahnung. Ich würde sagen, weiter geht's, ne? Warte mal. Pelle! 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 Hey! Kerl! Diese Leuchten dienen der Sicherheit des Flugbetriebs von Rettungshubschraubern. Eine Beschädigung kann das Leben von Menschen gefährden. Ja, wahrscheinlich landet der hier vorne auf dem Platz hier. Hubschrauber. Ja. Keine Ahnung, ich würde sagen, wir gehen jetzt endlich weiter.
ich würde sagen, war eine gute Idee, ne? Mit dem Pelle hier hinzulaufen. Ne? Er war schon 5-6 Mal war er schon im Wasser drin. Ne? Da hat er Spaß, das freut mich. Ja, übrigens ist das der Böllertsee. Ja. Und jetzt weiß ich auch, der andere See heißt nämlich Wolfsee hier vorne, aber das ist der Böllertsee. Und wir laufen jetzt einmal rund um den Böllertsee. Ich würde sagen, Kilometer 9,3 um 7.31 Uhr. Ne? So viel Zeit muss sein. Und weiter geht's. So, nochmal zur Vollständigkeit halber, das ist der Wildförstersee. Ja. Ja, das ist jetzt der Wambachsee und hier hinter mir ist dann der Wildförstersee. Ich glaube, dem Pelle ist ja egal, was für ein See. Hauptsache, der kann da reinspringen. Ja, Kilometer 10,0 um 7.45 Uhr. Wir sind immer noch auf dem Rundweg von diesem Wildförstersee. Ja, hier ist so ein kleiner Spielplatz. Hier vorne mit so einem Klettergerüst. Und hier vorne ist so eine kleine Schutzhütte. Ja, alles sehr nett gemacht. Ja, und damit du mit dem Hund nicht über den Spielplatz laufen muss, ja, gibt es da so einen Weg, der neben dem Spielplatz herführt. Ja, morgens früh hier hast du dann Ruhe. Wir haben überhaupt noch keinen getroffen. Hier an den Seen. Ja, liegt auch vielleicht auch am Wetter. Ja. Und ich würde sagen, wir laufen weiter, ne? Ja, Pille, ich glaube, da kommst du nicht rauf, ne? Hm? Ich glaube, wenn der Papa da rauf geht, ich glaube, da gehe ich nicht drauf, ne? Und fliege ins Wasser, ne? Nein, Pelle, nicht! Warte, Pelle, ich komm runter, komm. Geh mal, Pelle gehen. Boah, Pelle gehen, hier sind Mücken. Upsa. Ja, und... Ach, so ein Brombeerdorn-Zeug. Ne, hau ab. Pelle, wir gehen hier lang, komm. Ich bin zu alt für sowas. So, guck mal, da kommt die Sonne noch ein bisschen raus, ne? Sehr schön. Aber ich muss jetzt erstmal die Batterie wechseln. Und ich habe mal wieder Stein im Schuh. Ah, ja. So, mal gucken. So. Aua, oh, jetzt habe ich einen Krampf. Ach je, Pelle. Ein Krampf. Ja. Naja, egal. So, jetzt muss ich erstmal die Batterie wechseln hier oder den Akku, wie auch immer. Und dann geht's weiter, ne? So, Akku gewechselt, ne? Ruhe da oben. Akku gewechselt, Steine aus dem Schuh. Auf geht's auf die letzten 7 Kilometer, Pelle. Jawohl. Auf geht's.
So, Kleingartenverein Wambachsee. Und jetzt muss ich mal gucken, ja, wo wir jetzt lang müssen. Jetzt müssen wir erstmal links. Ne, rechts müssen wir. Pille, ne? Rechts müssen wir. Ja, dann gehen wir noch rechts, ne? So, ich wollte mal eine Info nachschieben. Ja, wir sind wieder in Duisburg-Buchholz und gehen jetzt in Richtung. Ach, Kerl. Nein, weiß nicht. Irgendwo kommt gleich noch ein Waldfriedhof. Ja, und dann melde ich mich. Na, guck mal, die Sonne kommt so ein bisschen raus hier. Aber heute Nachmittag soll es ja regnen und gewittern und. Morgen auch und übermorgen auch. Und das ist halt wie letztes Mal auch, ne? Wenn du frei hast, ne? Dann musst du halt gucken, ne? Wo du bleibst mit dem Wetter. So ist es. Ja, Buchholz. Ne? Also ja, Kilometer 11,1. 6,4 Kilometer zu laufen. Ne, Pille? 6,4. Stündchen noch. Kilometer 12,0 um 8.12 Uhr und laut Komoot befinden wir uns immer noch in Duisburg-Buchholz. Wir laufen da vorne jetzt gleich unter der A59 hindurch und dann kommen wir an einen Waldfriedhof. Ich schätze mal, der gehört auch noch zu Buchholz und den werden wir einmal umrunden. Ja? Und dann würde ich sagen, geht's weiter Richtung Bannheimer Ort. Ja? So, Pelle, Pelle, komm, auf geht's. So, Kilometer 13,2 um 8.27 Uhr. Ja, wir befinden uns immer noch am Waldfriedhof, hier an der Düsseldorfer Straße. Ja, das ist ein recht großer Friedhof. Und wenn du da jemanden begraben hast, den besuchen willst und der liegt ungünstig, ja, könnte das schon mal ein ausgedehnter Spaziergang werden. Ja. Und ja, wir laufen jetzt gleich nach Bannheimer Ort rein. Da laufen wir einmal durch den Ort durch und sind nach 4 Kilometern wieder am Auto. Weiter geht's.
So, und steh. Hele, steh. So, und rüber. Komm. Uhr 53, 15,3 Kilometer gelaufen. Wie wir gerade gesehen haben, haben wir die Düsseldorfer Landstraße überquert. Ja, und jetzt sind es noch knapp 1,9 Kilometer bis zum Auto. Und dann sind wir auch schon fertig, ne? Sonne kommt noch so ein bisschen raus jetzt. Pelle versteckt sich, ne? Pelle hat nämlich keine Lust mehr. Pelle hat keine Lust mehr. Sind wir gleich im Auto, ne? Na komm. Uhr 2, genau 16 Kilometer gelaufen. Wir haben jetzt noch knapp einen Kilometer bis zum Auto. Wie immer blende ich jetzt die Laufdaten ein. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Pelle, da ist Auto. Da ist Auto. Ja, nicht viel. Guck mal hier. Auto. Ja, fertig.